Dann haben wir noch Dr. Canfield, da fasse ich nochmal zusammen. Ne? Also Dr. Canfield war nicht gleich da und kam mit der Polizei. Er kam erst viel, viel später. Oh, viel, viel später. Das dauerte ewig also. Er wurde erst später gesandt. Alles wurde ganz genau vorher geplant. Dr. Canfield wusste ganz genau Bescheid. So, Dr. Canfield ging mit Gewalt in der Wohnung und er hat meine Frau umgelaufen, hat sie keinen Platz gemacht. Plus Fahrerchen, ne? Dr. Canfield war frech, wirbelte hier für rum. Das konnte ich nicht merken, alles andere können Sie auch noch in Aufnahmen hören. Du hast ja immer wieder Handy angemacht, dann hatte ich. Und hat das wenigstens unauffällig tonmäßig aufgenommen, das sollte ja keiner mitkriegen. Ne? Vor allem wollten wir nicht, dass die Polizisten zu sehen sind. Ne? Weil die haben ja nichts mit zu tun gehabt. So. Dr. Canfield ging dann irgendwann mal wieder raus. Und dann hat er die nächste Weisung gekriegt. Dann kam er wieder, dann wurde er mich mitnehmen, weil ich Vergiftung hatte. Zuerst sollte ich mit in der Psychiatrie. Er hat nicht gefragt, wie es mir geht und oh, wie sieht die Wohnung aus und warum ist das alles so? Dr. Canfield wusste Bescheid. Dr. Canfield sollte nur zusehen, dass ich da wegkomme. Und das war mich überrumpelt. Nichts anderes. Ne? So, dann kam er jedenfalls wieder und dann fiel ihm ein, ich bin ja vergiftet, ich kann ja mitkommen und er testet das. Heute weiß ich, dass die Gifte nachweisbar sind und Dr. Canfield hat das sowieso nicht getestet. Also das Labor wusste auch Bescheid. Wollen wir mal sagen, deshalb sind hier weitere Tests sinnlos. Sind doch immer riesig interessiert in einem Land, dass man auch Tests von uns nimmt oder hier in einem Konsulat nimmt. Damit wir das alles schon mal ein bisschen sicher haben. Man hört das aber auch anhand unserer Videos und ich werde einen Teufel tun, die zu löschen. Soll ich die auch nochmal sagen? Die werde ich immer oben lassen, egal wie peinlich das ist. Selbstverständlich fordere ich da Entschädigung für und möchte nochmal sagen, dass es hier in Deutschland auch alles, jedes Ding hier, was hier passiert ist, ist voll im Interesse der Öffentlichkeit, weil so erging es zumindest gegen die DDR-Bürger. Nach 1990. So, und dann ging Doktorchen immer noch nicht raus. Wie gesagt, ich habe ihn immer wieder gesagt, er möchte gehen. Das ist meine Wohnung. Das war doch nicht, das müsste ich mal überlegen. Kein Interesse, plötzlich war die Tür auf. Plötzlich habe ich einen Arzt hier drin. Was ganz gefährlich war zu der Zeit. Plötzlich habe ich einen, der sowas nebenbei auch macht. Ne? Also hier, also Menschen einfach in die Psychiatrie verschleppt. Ja, also da war ich selbstverständlich noch Unfähigkeit da. Kriegt keinerlei Unterstützung. Komm auch nicht an anderen Ärzte ran, die da genau Bescheid wissen. Ne? Möchte mal alle anderen Mediziner sagen hier in Frankfurt, die damit nichts zu tun haben, dann gehe ich natürlich rigoros ran. Ne? Dann nehme ich Wahrscheinlichkeiten und greife einfach an. Ne? Weil das ist dann eher so, dann kriege ich nur 20% oder 30%, die unschuldig sind, aber die 70 habe ich ja. Weil die sind einfach zu gefährlich für die Menschen hier. Das ist ja kein Zufall. Das macht er ja nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal gegen uns. So, also Dr. Canfield tat dann weiter dumm, haute dann endlich ab, nachdem ich ihm meine Bücher gezeigt habe. War gezeichnet danach, ne? Hat gemerkt, dass er der Zottel war. Und ging dann aber mit meinem Partner ab. Und blieb da stehen, so das habe ich nicht mitbekommen. Weil ich, wir hatten ja Fenster weit auf, den Verkehr war ja schon gerade in der Mitte. Ich habe versucht, den Polizisten was zu erzählen. Ja, durch den Tisch. Das ist ja auch egal. Das hat mich wahrscheinlich gar nicht interessiert. Toll, ne, Nadine? Das ist besonders toll, wenn man wirklich viel Geld kriegt und keine Lust hat, seinen Job zu machen. Wie gesagt, wir knabbern da ein bisschen dran. Ne? Also, das ist uns nicht recht, dass wir Polizisten sind. Das will, ist man hier schon gemeldet bekommen haben, man wusste hier schon Bescheid. Auch davor hatte man wahrscheinlich Angst und hat es deshalb immer doll abgewiesen, damit wir auch schon gar nicht mehr die Polizei sehen und an Polizei denken. Ja, genau. So, und wie gesagt, die waren zu uns besonders aggressiv und unhöflich und so. Und dann stellte sich heraus, dass die Übergangswohnheim dachten, wir sind Polizisten. Also scheinen uns ja wirklich so aufzuführen. Das merkt man ja gar nicht mehr, wenn man das in der Unterwiese war. Genauso wie ich so viele Stasi erlebt habe.
weiß ich selbst gar nicht mehr. Das war zum DDR sogar mal ein Vatikaner Schreckling, ne? Oder Socken anrühren. Aber lassen Sie mal, denn bin ich noch die beste Socke und der beste Stasi und jetzt wird auch aufgeräumt, ne? Nichts anderes. Ja, das war's.